Dankeschön. Dann begrüße ich nochmal alle Anwesenden herzlich zu meinem Vortrag zum Thema Lehren und Lernen mit Lonkapa, ein Einstiegskurs. Zum Thema Fragen möchte ich auch nochmal sagen, es gibt zwischendurch an mehreren Stellen Pausen, wo auch explizit eine Folie kommt mit Fragen. Falls gehäuft etwas auftritt, kann die an der Stelle dann gestellt werden. Zuallererst möchte ich eine kleine Umfrage machen bezüglich der Möglichkeiten, also der Lernmanagementsysteme, die Sie bisher benutzt haben. Als erstes möchte ich aber von Ihnen wissen, ob Sie schon einmal mit Lonkapa gearbeitet haben. Dann Umfrage. Ja, wie ich sehen kann, haben das doch von den Anwesenden erstaunlich viele getan. Das freut mich. Das heißt, Lonkapa ist zumindest in den Grundlagen den meisten bekannt. Gibt es weitere Lernmanagementsysteme, die Sie an Ihrem Standort, Ihrer Hochschule oder auch immer Sie sich gegenwärtig befinden, im Einsatz befinden? Das wäre meine zweite Umfrage. Auch die üblichen Verdächtigen, Stutterpi, Moodle. Ja, gut. Dann werden wir jetzt mal das Thema Lonkapa von der Grundlagenseite her aus etwas genauer betrachten. Und die Umfrage haben wir gerade gemacht. Erstmal, was ist Lonkapa? Bei Lonkapa handelt es sich, wie jetzt schon durch die Umfrage erzählt, um ein Lernmanagementsystem. Es befindet sich seit dem Jahr 1992 im aktiven Einsatz und wurde an der Michigan State University entwickelt. Seitdem ist es Gewinner diverser Auszeichnungen geworden, ursprünglich mal für einen Physikkurs entwickelt, der es als erstes aktiv eingesetzt hat. Und heutzutage nutzen mehr als 160 Institutionen Lonkapa und das mit weit über 110.000 Studierenden vom Stand 2012. Gut, für wen ist Lonkapa geeignet? Als Lernmanagementsystem natürlich selbstverständlich für alle, die in irgendeiner Form an Lehr- und Lernentwicklung interessiert sind. Das dann in speziell natürlich für Dozierende, also Dozenten jeglicher Art und natürlich für die Studierenden, die dadurch eine Möglichkeit kriegen, ihren aktuellen Lernentwicklungsstand live direkt mitzuverfolgen. Lonkapa ist von seinem Grundsatz her in Rollen aufgeteilt. Es gibt vier primäre Rollen, die auf verschiedene Personen meistens verteilt sind. Einige Rollen können auch doppelt belegt werden. Zum einen gibt es den Domain-Koordinator. Der kümmert sich in erster Linie um alle administrativen Tätigkeiten. Das heißt, er verteilt Rollen an die anderen Teilnehmer einer Lonkapa-Gemeinschaft und ist auch in der Lage, einen Kurs, was ein Kurs ist, da komme ich später noch zu, aktiv zu erstellen und dazu die entsprechenden Rollen, also sowas wie Kurskoordinatoren, direkt zuzuweisen. Autoren und die dazugeordneten Unterrollen wie der Assistenz und der Co-Autor haben die Aufgaben, den Fragepool, den Lonkapa besitzt, zu erweitern und die vorhandenen Fragen meinetwegen durch angepasste Aufgaben zu ergänzen oder, wenn es nicht ergänzt wird, zumindest der jeweiligen Sprache anzupassen. Kurskoordinatoren haben die Aufgabe, einen Kurs aktiv zu verwalten und Hilfestellungen an die Studierenden zu geben, beziehungsweise statistische Auswertungen durchzuführen. Und die studentische Rolle liegt in erster Linie darin, den eigenen Lernerfolg weiterzuentwickeln und natürlich jederzeit die Aufgaben aktiv zu bearbeiten, die von den Kurskoordinatoren zur Verfügung gestellt werden. Gut, schauen wir uns als erstes die Autoren etwas genauer an. Die Aufgabe von Autoren ist es halt, Aufgaben zu erstellen. Es gibt in Lonkapa einen weltweiten Fragepool. Dieser Fragepool ist durch die jeweiligen Domänen der einzelnen Standorte zusammengeschlossen und ermöglicht halt ein sehr, sehr weit gefächertes Aufgabenfeld, also ein Spektrum an verschiedenen Aufgabentypen, die es für jede spezialisierte Fachrichtung weltweit gibt. Die meisten Themen sind bereits in irgendeiner Form abgedeckt, viele Aufgaben sind auf Englisch, aber es gibt auch sprachspezifische Aufgaben. Das schauen wir uns nachher auch praktisch nochmal genauer an. Was für die Aufgabenerstellung interessant ist, dass Autoren nicht zwingend Informatiker sein müssen. Es gibt mehrere Methoden, eine Aufgabe zu kreieren und für eine davon ist es nicht notwendig, näher informationstechnische Kenntnisse oder gar Programmierkenntnisse zu besitzen.
Der Autor arbeitet in erster Linie im Autorenbereich und seine Aufgabe ist es halt, innerhalb dieses Autorenbereichs die weiteren Aufgaben zu bearbeiten. Des Weiteren hat er die Möglichkeit, eine fertige Aufgabe zu veröffentlichen. Das bedeutet in dem Falle, dass diese Aufgabe in diesen weltweiten Fragepool hinzugefügt wird und jeder die Möglichkeit hat, auf diese Aufgabe zuzugreifen. Das ist der große Vorteil von LangCap und auch der Sinn im Endeffekt dahinter, dass jeder Fakultät bzw. jeder Hochschule weltweit auch dieser Fragepool insgesamt zur Verfügung gestellt wird. Die Aufgabenerstellung an sich kann über zwei mächtige Werkzeuge durchgeführt werden. Das eine ist der sogenannte Colorful Editor oder auch im Deutschen der bunte Editor und als zweites der XML-Editor. Also der bunte Editor ist mehr für diejenigen geeignet, die nicht so weit in Programmierkenntnissen bewandert sind. Und der XML-Editor arbeitet halt mit der Beschreibungssprache XML, was halt ein deutlich weiteres Spektrum ermöglicht, aber eben mehr für fortgeschrittene Benutzer geeignet ist. Es gibt zu jedem Fragetyp Beispielaufgaben und die können aus einer Liste von diesen Beispieltemplates ausgewählt werden, dass man theoretisch schon mal ein Basiskonstrukt für seine eigene Aufgabe hat. Eine bereits veröffentlichte Aufgabe kann nicht wieder gelöscht werden, zumindest nicht aus diesem Pool, der weltweit veröffentlicht wurde. Es ist allerdings möglich, erkenntlich zu machen, dass eine Aufgabe defekt ist, beziehungsweise mittlerweile zeitlich überholt, vielleicht durch neue Erkenntnisse, und kann dann durch eine entsprechende Versionierung ersetzt werden. Gut, als erstes schauen wir mal in die Autorensicht. Da möchte ich jetzt das Bild zu live freigeben. Moment bitte. So, das sollte. Genau. So, das hier, was Sie jetzt momentan sehen, ist die Gesamtübersicht der einzelnen Rollen. Mir stehen, weil ich diesen jeweiligen Rollen zugewiesen wurde, mehrere zur Verfügung. Als erstes schauen wir uns die Autorenrolle an. Dazu wähle ich hier meine direkte Co-Autor-Funktion. Eine eigene Autorenrolle besitze ich nicht, aber ich bin einer anderen Autorin direkt zugeordnet und kann dadurch sowohl ihren Aufgabenpool als auch den weltweiten Aufgabenpool näher betrachten. Schauen wir uns das mal näher an. So. Vom Hauptmenü aus, wo normalerweise der Start ist, wenn man sich einloggt, stehen einige Funktionen zur Verfügung, weniger als bei den anderen, die man noch später sehen will. Unter anderem halt ein Portfolio, Notizen etc. Einstellungsmöglichkeiten. Aber das Relevanteste für den Autor ist hier oben dieser Autorenbereich. Wenn wir in diesen Autorenbereich reinschauen, sehen wir, dass es hier schon einige Ordner gibt, die Fragen beinhalten, beziehungsweise die gewissen Kursen zugeordnet sind. Wir nehmen uns jetzt einfach mal als Beispiel diesen Mathe Plus Kurs hier und schauen da mal näher rein. Da können wir im Endeffekt einen von diesen auswählen, hier meinetwegen quadratische Funktion. Und dort drin ist jetzt zwar nur eine Aufgabe, aber im Endeffekt werden diese Aufgaben dann hier der Reihe nach aufgelistet. Es ist halt dann jedenfalls möglich, diese Aufgabe sich einmal anzusehen. In dem Fall schon vorhanden. Das wäre dann die Sicht auf die Aufgabe, die der Autor darauf hat, mit seinen entsprechenden Optionen. Und in dem Falle gehe ich jetzt nochmal zurück, damit man auch nochmal die weitere Aufrufmöglichkeiten sieht, kann man hierüber über den Editor, welcher zum Colorful Editor oder über den XML-Editor in diese Bearbeitungsfunktion reinsehen. Über diesen Reiter können verschiedene Funktionen ermöglicht werden zusätzlich, unter anderem ein Kopieren der Aufgabe. Eine kopierte Aufgabe ist nicht automatisch freigegeben, aber es ist zusätzlich möglich, halt eine Aufgabe eben als veraltet zu kennzeichnen oder eben, wenn sie überarbeitet wurde, neu zu veröffentlichen. Schauen wir jetzt einmal kurz in den Editor rein. Der Colorful Editor ist, wie der Name schon sagt, hier an den Rändern gut zu erkennen, recht bunt. Wir sehen jetzt hier an einigen Stellen noch zusätzlichen Code. Der ist normalerweise bei einer Standardaufgabe nicht so komplex aufgebaut. Es ist allerdings möglich, innerhalb des XML-Editors, wie wir gleich noch sehen werden, Perl als Skriptsprache mit einzubinden. Und der Colorful Editor ist nicht in der Lage, dies vernünftig, also präzise umzusetzen. Deswegen diese Codeblöcke. Ansonsten können hier einfach theoretisch, so wie hier oben Überschrift, Textblock oder ähnliche Informationen direkt hinzugefügt werden. Und diese Funktionen ermöglichen dann ein direktes, einfaches Erstellen einer Aufgabe. Wir wechseln jetzt an dieser Stelle einmal gleich rüber in den XML-Editor. Und im XML-Editor sieht es dann direkt so aus. Das ist im Endeffekt dieselbe Aufgabe, nur eben eine Betrachtungsweise, wie sie eher für einen vielleicht Informatiker geeignet ist oder jemand, der sich mit Skriptsprachen auskennt. Gut. Das
wäre soweit das Primäre für den Autor. Das Einzige, was wir jetzt nochmal machen können, wir können jetzt mal gucken, wie es aussieht, eine neue Aufgabe zu erstellen. Dazu können wir über dieses Auswahlmenü hier eine neue Aufgabe auswählen. Und jetzt nehmen wir die meinetwegen mal Test. Naja, nicht ganz, Test. Und schauen da mal. Dann gibt es mir die Möglichkeit, hier diese Aufgabe anzulegen. Weiter. Und dann gibt es hier diese Beispielaufgaben. Wie schon erwähnt, gibt es einen weltweiten Fragepool für alle Themenbereiche, die man sich so vorstellen kann. Das hier sind nur einige Beispiele. Aber wenn ich jetzt beispielsweise bei Auswahlaufgaben gucke und mir hier so eine 1 aus N Aufgabe wählen würde, könnte ich mir auch das Beispiel direkt ansehen. Das heißt, ich weiß, um was für eine Aufgabe handelt es sich und kann hier prinzipiell eine Antwort auswählen und dann die Antwort einreichen. Also ich kann jetzt einfach mal irgendwas klicken, ohne es mal gelesen zu haben. Und wir sehen, er sagt dann auch sofort inkorrekt. Das ist einfach nur als Beispiel, wie dies funktioniert. Ich habe halt immer eine Auswahlmöglichkeit. Gut. Dann will ich an der Stelle nochmal zurückgehen. Hoppla. Entschuldigung. So. Gut. Dann möchte ich mal wieder zurück in die Präsentation springen. Gut, das ist im Endeffekt die Autorensicht gewesen. Ja, was haben wir gesehen? Es gibt eine große Vielzahl an verschiedenen Aufgabentypen. Jede Fakultät bzw. jeder Standort oder jede Domäne, wie diese einzelnen Unterbereiche heißen, kann seine Aufgaben individuell an seine Bedürfnisse anpassen. Und es ist durch den Einsatz der Skriptsprache Perl jederzeit möglich, eine nahezu freie Programmierung innerhalb des XML-Editors durchzuführen. Gibt es bis zu diesem Punkt Fragen? Ja, bitte. Ja, natürlich gibt es mehr als Multiple Choice. Es gibt ein breites Spektrum, also es gibt sogar frei programmierbare Aufgaben. Es ist möglich, theoretisch eine Aufgabe direkt für meinetwegen einen Chemiekurs zu erstellen, der vielleicht eine Formel benötigt oder eine andere Art Auswahl. Das Spektrum ist wirklich nahezu unbegrenzt, insbesondere wenn man mit dem XML-Editor arbeitet. Weitere Fragen? Sonst würde ich jetzt weitergehen. Gut. Nein. Es ist durchaus möglich, sich auf einen speziellen Bereich erstmal zu spezialisieren halt, abhängig davon, was man gerne machen möchte. Wenn man weiß, man benötigt für seinen Kurs nur einen bestimmten Aufgabentyp, weil der so strukturiert oder aufgebaut ist, reicht es, dass man sich erstmal genau in diesen Kurs einarbeitet, beziehungsweise in diese einzelne Autorenthematik und dann damit arbeitet. Es ist meistens relativ präzise auf einen Kurs zugeschnitten. Also abhängig davon natürlich, ob Sie mehr wissen möchten oder eben nur für diesen einen Kurs einmal eine Autorenrolle haben. Gut. Als nächstes schauen wir uns die Kurskoordinatoren näher an. Der Kurskoordinator hat die Aufgabe, einen Kurs zu leiten und zu überwachen. Er pflegt die Aufgaben ein, die in dem Kurs aufgelistet sein sollen. Außerdem kümmert er sich um das Hinzufügen von Kursteilnehmern. Dies kann auch schon im Vorwege festgelegt worden sein durch den Domainkoordinator, aber meistens ist es eine Aufgabe des Kurskoordinators. Und es gibt dann zwei Arten von primären Kursen. Einmal die, wo sich jeder Student bzw. jeder Teilnehmer frei eintragen kann, und die Kursvariante, wo sich der Student bzw. Teilnehmer freischalten lassen muss. Das heißt, er meldet sich an und der Kurskoordinator teilt ihm dann einen Platz innerhalb dieses Kurses zu. Des Weiteren führt er die Auswertung der Kursergebnisse durch, sofern dies erforderlich ist, und er ist für den Support zuständig. Das heißt, wenn ein Studierender bei einer Aufgabe ein Problem hat, ist er in der Lage, direkt auf das Feedback des Studierenden ein Antwortfeedback zu geben, sodass Probleme umgangen werden können, beziehungsweise Problemaufgaben sich schnell herausstellen. Gut, seine nächste Aufgabe ist es, Aufgaben in Kurse einzubinden. Das heißt, er wählt die Aufgaben, die von einem Autor erstellt wurden, beziehungsweise die schon im Fragepool vorhanden sind, aus und fügt sie in seinen Kurs ein, sofern sie halt zu seiner gewünschten Thematik passen. Dazu steht ihm eine Suchfunktion zur Verfügung. Das werden wir uns gleich im praktischen Beispiel auch nochmal angucken. Und es ist halt dadurch möglich, gezielt nach bestimmten Aufgabentypen beziehungsweise nach Stichworten zu suchen.
Es ist ebenfalls möglich, einen Autor direkt auszuwählen, der im Endeffekt eine Aufgabensammlung erstellt hat, sodass alle Aufgaben, die von diesem Autor gemacht wurden, ihm zur Verfügung stehen. Gut, dann springen wir jetzt nochmal in den Kurskoordinator. So, jetzt wähle ich hier an dieser Stelle meine Funktion als Kurskoordinator aus, nehmen wir mal diesen Testkurs und kann, wenn ich das Hauptmenü betrachte, gleich feststellen, dass es hier deutlich mehr Optionen gibt. Es gibt hier direkt eine Möglichkeit, die Kursteilnehmer zu verwalten. Das heißt, ich kann Teilnehmer hinzufügen, kann Studierende, die aus einer meinetwegen Matrikelnummerliste vorhanden sind, hinzufügen, kann Gruppen innerhalb des Kurses erstellen und habe halt noch ein vielfältiges Spektrum an Optionen, nach denen ich oder derjenige Kurskoordinator seinen Kurs verwalten kann. Die Hauptfunktionen des Kurskoordinators stehen ihm hauptsächlich über diesen Kurseditor hier oben zur Verfügung. Innerhalb dieses Kurseditors sieht er halt alle Aufgaben, die er bereits für diesen Kurs ausgewählt hat und die er dann den Studierenden nach entsprechenden Kriterien zur Verfügung stellen kann. Wenn wir jetzt mal diese erste Aufgabe hier einmal auswählen, sehen wir halt genauso wie in der Autorensicht, was bisher gemacht wurde, aber er sieht, hat halt keine Möglichkeit, programmier- bzw. bearbeitungstechnisch in die Aufgabe einzugreifen. Er kann sie lediglich einbinden und im Zweifelsfalle entscheiden, ob er sie im Kurs veröffentlicht oder ob er sie innerhalb dieses Kurses nicht verwendet. Um eine weitere Aufgabe in den Kurs einzubinden, kann er über die Importieren-Funktion der Seite also die Aufgaben entsprechend suchen. Dazu stehen ihm entweder direkt die Importieren-Funktion, wenn er weiß, was will, oder eine Suchfunktion zur Verfügung. Die Suchfunktion schauen wir uns einmal an. Er könnte jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt für einen Mathekurs suchen würden, wie das eben der Fall war, hier oben als Stichwort meinetwegen Parabel eingeben. Und jetzt suchen wir mal nur hier nach der Suchfunktion innerhalb der Domäne Fachhochschule Wolfenbüttel. Und sagen ihm, er soll mir mal 20 Ergebnisse anzeigen. Wollen wir mal schauen, ob er das auch so hinkriegt. Und ja, wir sehen, wird jetzt eine Liste zur Verfügung gestellt mit den entsprechenden Informationen über die einzelnen Aufgaben. Darunter sehe ich unter anderem, aus welcher Domäne das Ganze stammt, wer der Autor ist, zu welcher Teamgruppe es gehört und meinetwegen noch eine präzisere Gruppe, sofern der Autor dies so angelegt hat. Die Aufgabe kann ich mir theoretisch auch direkt ansehen. Jetzt würde ich wissen, wie diese Aufgabe aussieht und entscheiden, ob sie in meinen Kurs passt oder nicht. Und wenn sie dazu passt, kann ich sie importieren. Gut. Des Weiteren ist der Kurskoordinator natürlich in der Lage, Statistiken anzulegen. Das kann er über die Bewertung hier oben machen. Er kann sich meinetwegen den Aufgabenfortschritt ansehen. Dazu gibt es eine Option, wie er das sortieren möchte, also ob er nun alle Benutzer haben will oder nach bestimmten Benutzern sucht. Oder, was er auch kann, ist, sich eine Statistik direkt ausgeben zu lassen nach einem Diagramm oder in einem schriftlichen Bericht. Das heißt, er hat im Endeffekt jederzeit einen vollständigen Überblick über alle Aufgaben, die innerhalb des Kurses bisher bearbeitet wurden. Und ob es irgendwo an einigen Stellen, vielleicht bei einer Aufgabe, Einbrüche gibt. Das heißt, er kann feststellen, in welchem Themenbereich die Studierenden Schwierigkeiten haben und im Zweifelsfalle da auch direkt darauf reagieren. Dann würde ich jetzt wieder zurück in die Präsentation springen. Was wissen wir jetzt über den Kurskoordinator? Der Kurskoordinator ist für die statistische Auswertung der Leistung aller Kursteilnehmer zuständig, beziehungsweise kann dieses tun, wenn es möchte. Er hat die Möglichkeit, Problemaufgaben schnell zu identifizieren und im Zweifelsfalle einzugreifen. Studenten können, wie man dann auch sieht, über eine ähnliche Funktion jegliche Informationen, die diesen Studenten selbst betreffen, direkt auch abrufen. Und es ist dem Kurskoordinator möglich, die Aufgaben zu parametrisieren und dadurch freizugeben. Das heißt, er kann ganze Blöcke im Endeffekt freigeben nach zeitlichen Fenstern. Die Studierenden erhalten ein Zeitfenster, nachdem sie ihre Aufgaben beantworten können. Und wenn sie das innerhalb dieses Zeitfensters getan haben, kriegen sie halt entweder eine Bestätigung sofort, ob es gelungen ist oder nicht. Oder wenn die Zeitfenster abgelaufen ist, ist die Aufgabe einfach bis dahin nicht mehr verfügbar. Gibt es weitere Fragen bis hierhin?
Ich interpretiere das mal als nein. Gut, dann gehen wir weiter. Dann schauen wir uns als nächstes den Studenten an. Der Student ist halt, wie schon im Vorwege mehrmals erzählt, in der Lage, sich in verschiedene Kurse einzutragen, beziehungsweise wird direkt in den Kurs eingetragen, sofern dies vom Kurskoordinator beziehungsweise auch vom Dozenten, der oft diese Rolle übernimmt, erwünscht ist. Er hat jederzeit eine Möglichkeit, seinen gegenwärtigen Leistungsstand einzusehen und festzustellen, ob er innerhalb eines gewissen prozentualen Anteils beispielsweise liegt. Angenommen, es ist notwendig, um an einem Kurs teilzunehmen, eine Beteiligung oder einen Erfolg von 50% zu haben, kann er sofort feststellen, ob er innerhalb dieses Bereichs liegt. Denn das System wertet jederzeit aus, wie weit der Studierende bis dahin Leistung erbracht hat oder eben diese nicht erbracht hat. Außerdem ist es möglich, innerhalb einer Aufgabe ein direktes Feedback auf eine Aufgabe zu geben und kann dieses, also dieses Feedback wird dann direkt an den Kurskoordinator weitergeleitet und der kann sofort sehen, ob es halt irgendwo Schwierigkeiten für seine Studierenden gibt. Er kann auch Fragen stellen. Dann schauen wir uns jetzt auch nochmal direkt den Studierenden an. So, da wollte ich nicht. Hier wollte ich hin. Und ich kann mir jetzt die Studentenrolle nehmen. Mal auswählen. Und vom Hauptmenü aus, wo wir jetzt mal anfangen, habe ich halt auch einige Optionen zur Verfügung. Das Wichtigste ist halt dieser Inhalt hier oben. Über den Inhalt gelangt der Studierende in die Sicht des Kurses, wo ihm alle Aufgaben, die ihm gegenwärtig zur Verfügung stehen, beziehungsweise die es geben wird, auch in Zukunft, selbst wenn diese noch nicht freigeschaltet sind, angezeigt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal gucke, gibt es eine Info darüber, über diesen Fall hier, die sagt, diese Aufgabe ist fällig, hier in diesem Falle bis zum 31. Dezember. Solange hat der Studierende halt Zeit, seine Aufgabe zu beantworten. Wenn er eine einzelne Aufgabe auswählt, kann er halt direkt sehen, die Frage wird hier oben gestellt und er kann eine Antwort eingeben und über den Antwort einreichen Button erhält er dann sofort ein Feedback darüber, ob er die Aufgabe bestanden hat oder nicht. Ja, es gibt noch diese Information halt über dieses Schließen. Es gibt Aufgaben, die auch keine Punktewertung haben, wie man hier unten sehen kann. Das zeigt einfach nur an, dass es vielleicht Übungsaufgaben sind. Das wird halt auch vom Kurskoordinator bestimmt. Und er kann halt über das Hauptmenü, über die Bewertungsinformationen, direkt sehen, wie viele Punkte er bisher erreicht hat. In diesem Kurs sind natürlich keine Aufgaben beantwortet, aber normalerweise sieht er halt genau, in welchem Themenbereich, also welches Unterkapitel er diese Aufgaben beantworten könnte und sieht dann, wie viele Punkte von der Maximal erreicht hat und er kriegt, wenn welche beantwortet wurden, auch eine prozentuale Anzeige darüber. Gut, das wäre soweit die Funktionsweise des Studenten. Dann gehen wir mal wieder zurück zur Präsentation. Ja, fassen wir erstmal bisher die Vor- und Nachteile von LungCAPA zusammen. Es bietet eine Vielzahl von Statistiken, sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden bzw. die Kurskoordinatoren. Es ist sehr flexibel, weil es ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Aufgaben zur Verfügung stellt oder, wenn diese nicht vorhanden sind, erstellbar macht, also eben über Zuhilfenahme des XML-Editors. Es ist sehr individuell, abhängig natürlich davon, welchen Kurs oder beziehungsweise für welches Themengebiet Sie LungCAPA einsetzen wollen. Und was einige von Ihnen vielleicht interessiert, ist es Open Source. Offensichtlicher Nachteil ist, dass LungCAPA ein recht altmodisches Design hat. Das ist natürlich nicht zuletzt daran geschuldet, dass es seit 1992 im Einsatz ist. Und wenn man sich nicht näher damit befasst hat, wirkt es halt anfangs so, als wäre die Benutzerführung sehr umständlich. Dieses Manko lässt sich aber sehr, sehr schnell beheben. Gibt es bis zu diesem Punkt noch Fragen? Sie können Ihre Fragen gerne in den Chat tippen. Gut, dann, wenn es keine Fragen bisher gibt, möchte ich nochmal ein Fazit. Carsten, ich möchte etwas fragen. Ja, bitte. Ich habe bei diesem Colorful Editor habe ich gesehen, dass es auch einen Formel-Editor gibt. Ja. Kann man damit halt dann Formel eingeben? Ja.
Das ist im Endeffekt eine erleichterte Version, das, was man manuell machen kann, wenn man den XML-Editor verwendet. Die meisten würden jetzt sagen, dass der XML-Editor deutlich mehr Vorteile bietet. Das sehe ich genauso. Aber der Colorful-Editor kann halt für jeden, der eben keinerlei Programmierkenntnis hat oder eben nicht die Zeit hat, sich darin einzuarbeiten, fast alle Funktionen realisieren, die man auch mit dem XML-Editor hat, nur eben auf einer etwas anderen Ebene. Gut, dann möchte ich noch mal ein kurzes Fazit dazu geben, zum Zusammenfassen. Noncapa ist ein Lernmanagementsystem mit sehr vielen Möglichkeiten. Es verfügt über einen weltweiten Fragepool, der eine sehr große Menge an Themengebieten abdeckt. Es wird ständig erweitert, sowohl in wissenstechnischer Hinsicht als auch eben in informationstechnischer Hinsicht. Das heißt, es werden neue Funktionen hinzugefügt. Es gibt die Möglichkeit, Aufgaben auch vollständig ohne Programmierkenntnisse zu erstellen und einzubinden. Und es ist Open Source. Links, das heißt, wenn noch Informationen über Noncapa selbst sind, findet man die unter noncapa.org. Und wenn es Fragen gibt, die direkt an mich gerichtet sind diesbezüglich, können Sie das auch gerne unter meine E-Mail-Adresse an der Ostfalia Hochschule tun. Und ansonsten würde ich mich an dieser Stelle bedanken für Ihre Zuhörerschaft und bin soweit mit meinem Vortrag durch.